Herzlich willkommen zu diesem Kurzvideo zu den Grundkompetenzen von Windows 11. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du aus dem Windows Explorer heraus eine Verknüpfung von einer Datei hin auf den Desktop erstellen kannst. Wie geht das? Ich bin hier im Windows Explorer. Du weißt, im Windows Explorer kann man ja mit der Tastenkombination Windows plus E öffnen. Ich wähle mir die Datei aus, mit der ich eine Verknüpfung hier auf den Desktop erstellen möchte. Rechte Maustaste, dann geht das Kontextmenü auf. Dann wähle ich hier weitere Optionen anzeigen. Dann finde ich hier die Option Verknüpfung erstellen. Es wird hier eine Verknüpfung erstellt. Hier nützt mir die Verknüpfung natürlich recht wenig noch. Ich muss sie bei gedrückter linker Maustaste hinaus auf den Desktop schicken, senden. Wenn ich hier jetzt einen Doppelklick mache am Desktop, öffnet sich in dem Fall hier das Programm mit dem Dokument. Das ist in dem Fall der Browser. Ja, und das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit.